Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Lautstark Pegasus. Einerseits weiße Pferd mit den Flügeln, andererseits die Schweizer Popband. Wenn ich jetzt noch Regenbogen schiessen könnte, würde ich mir da also prompt auf mein T-Shirt drucken lassen. A Black Dog is Calling auf ihrem Hit Rise Up outet sich die Band als Kenner von psychischen Krankheiten. Des Öfteren wird nämlich der schwarze Hund auch als Metapher für Depressionen gebraucht. Ihr merkt, mein Hirn läuft limitless. Wir müssen den unglaublichen Augenblick nicht verblassen lassen. Darum wünsche ich jetzt viel Vergnügen mit dem Interview. Sie gehören zu den meistgespielten Schweizer Acts im Radio und haben ihre aktuelle Human Technology Tour aufgrund der grossen Nachfrage um mehrere Daten verlängert. Black Dog is calling. He's singing softly. Momentan, kurz bevor die Open-Air-Saison ansteht, haben Pegasus auf ihrer Homepage verkündet, dass sie im Studio sind und bereits an den ersten Fragmenten von einem neuen Album arbeiten. Pressieren müssen Noah Veragut, Simon Spar, Gabriel Spani und Stefan Brenner aber nicht. Human Technology hält sich seit dem Release vor über 7 Monaten in den Schweizer Albumcharts. Der grosse Erfolg von Pegasus kommt nicht von ungefähr. Die Bieler Band ordnet seit Jahren alles der Musik unter und zitiert sich passend selber auf der eigenen Homepage. Wenn es brennen würde, würden wir Instrumente, Tagebücher und Demo-Tapes in Sicherheit bringen. Der Rest ist eigentlich egal. Ein weiterer Faktor für einen Erfolg ist das neue Umfeld von Pegasus. Für ihr aktuelles und bisher erfolgreichstes Album Human Technology haben sie mit den Hitmill-Produzenten Fred Herrmann und dem Roman Gammensinn zusammengespannt. Von den beiden Hit-Produzenten sind die 4 Vollblutmusiker begeistert. Ja, es war eine coole Sache. Der Roman und der Fred sind coole Typen, absolut. Wir sind dort in das Studio rein. Also zuerst ist der Roman zu uns in den Übungsraum aufnehmen und so. Jetzt war ein bisschen schockiert von den Zuständen in Biel. Aber es hat ihm, glaube ich, Spass gemacht. Und dann haben wir mit ihnen zusammengearbeitet und ein Album gemacht. Und das war sehr befruchtend gewesen, gegenseitig. When every time I get undone, I see no solution. Trotz abgestaubtem Swiss Music Award im Jahr 2010 und 2 relativ erfolgreichen Alben hat Pegasus im Frühling 2010 beschlossen, sich neu zu erfinden. Wir hatten Lust auf etwas Neues zu machen, weil wir sich auf einer Formel bleiben hocken auf einer Formel auf den ersten 2 Alben. Und es hat uns gelangweilt und unser Publikum sicher auch, weil wir jetzt noch einmal hätten ein Album rausgegeben mit dem gleichen Stil, mit dem gleichen Sound. Und dann haben wir gedacht, wir probieren etwas Neues und machen es für uns und für die Leute spannend, eine Herausforderung vor allem. Und das war so die Grundidee für das Ganze. Schon viele namhafte Bands sind dem Projekt «Komm, wir erfinden uns neu» gescheitert und haben einen guten Teil von ihrer Fanbase vergrault. Und obwohl sich die Jungs von Pegasus nach eigener Aussage dessen bewusst gewesen sind, haben sie trotzdem ihren eigenen Grundsatz verfolgt und Recht behalten. Und der Grundsatz lautet, Fortschritt ist die einzige Möglichkeit, als Künstler zu überleben. Kunst muss sich entwickeln und verändern. Also wir haben grundsätzlich alle die Formeln, die uns ausgemacht haben, das Vintage-Beiteleske Zeug, der Harmoniegesang, das auf Oldies machen, all die Markenzeichen haben wir über Bord geworfen und haben zurück an die Wurzeln, was macht uns aus? Und haben probiert, wie tönt die Band ohne gross zu beeinflussen von anderen Sachen. Und dann ist das dabei rausgekommen, diese Songs und dieser Sound. Das ist sicher viel moderner als die ersten 2 Alben und progressiver. Ja, ich denke, es war eine logische Konsequenz und ein richtiger Schritt, das zu machen. Weil ein Künstler oder eine Band, die bleibt hocken auf dem, was sie bis jetzt gemacht haben, und sich irgendwie nicht immer wieder neu anstreicht, ist irgendwie nicht interessant. Das finden wir. Also wir sind glücklich damit und ich finde, es war eine gute Lösung.
vier Jungs von Pegasus sind zusammen an der gleichen Strasse aufgewachsen und musizieren dementsprechend schon seit Jahren in der gleichen Formation. Und so haben sie in dieser Zeit auch schon viel ausprobiert. Dass sich die Band eine Kollaboration mit einem Schweizer Hip-Hop-Künstler nicht erst seit dem grossen Erfolg von «L», dem Song vom Stress, wo der Sänger Noah featured, kann vorstellen, hat damit zu tun, dass sie ihren Sound gar nicht so weit weg vom Hip-Hop einordnen, wie sie selber sagen. Also es ist so, Blick, oder? Ist ein Rapper und Rapper in der Schweiz, der Blick oder Stress. Und der Noah, wie wir jetzt langsam alle wissen, hat einen Song mit dem Stress zusammen gemacht. Und letzte Woche haben wir zu Basel gespielt und der Stress war mit uns auf der Bühne gesehen und hat mit uns diesen Song performt, mit uns als Band. Und ich glaube, Pegasus und Schweizer Rapper funktioniert. Und wie das funktioniert, zeigt der folgende Clip. Ob die Zusammenarbeit mit dem Stress auf dem nächsten Pegasus-Album weitergeführt wird, erfahren wir schon bald. Schließlich ist Pegasus parallel zur Open Air Tour bereits am neuen Album dran. Gespannt sind wir auf jeden Fall.